Hallo, ich bin der Max und ich mache hier, spiele das Spiel Eagle Fly und ich versuche hier zu fliegen. Die erklären mir es gerade. Und ich bin hier bei dem Projekt gescheckt. Das ist ein Virtual Reality Spiel. Das heißt, man hat eine Brille auf und man muss dann halt seinen Kopf bewegen bei dem Spiel anscheinend. Passiert gerade nichts. Mit L2 und R2 steuerst du deine Fluggeschwindigkeit. Okay. Also kann man schneller fliegen mit R2. Okay. Das ist alles schwarz. Oh, das war das Tutorial. Oh, das war mein Tutorial. Das ist ein Netz. Fliege durch das Symbol, um zur Lobby zurückzukehren. Fortsetzen. Was muss ich jetzt hier machen? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Okay, sag mal tschüss. Tschüss. Und willkommen zu einer Folge Eagle Flight. Wir sind hier ein Adler, der über Paris rumfliegt und alles verschiedene macht. Kann. Es sieht aus, als wäre die Menschheit ausgestorben. Weil, schaut euch das mal an. Wir können überall durch, wenn man nicht überall anstößt. Und ich bin hier beim Projekt gecheckt an der Stockholmer Schule. Und es geht hier darum, um die Medien diesmal. Wir haben auch tolle Betreuer, die auch mit uns sehr viel machen. Und ja, ich würde mal sagen, dann machen wir die erste Mission, ne? Wenn ich die mal finde. Wo ist sie denn? Wo? Nein, nein. Das Zielschießen Nummer 4. Das können wir doch mal machen. Wenn ich auch richtig reinfliegen würde. Und Zeig deine unsere Betreuer Flugroute sind halt auch Struktur über richtig die professionell. Odyssee. Der Himmel über diese Odyssee gehört dir. Was, egal. Und los geht's. Und ich freue mich auch sehr, dass ich bei dem Projekt mit dabei bin, weil es ist halt sehr schön, man macht halt sehr viel, was man mit jetzt selbst, wenn man jetzt noch ein bisschen jünger ist, nicht machen kann, da das sehr viel Geld kostet, die meisten professionellen Sachen. Uah, gegen Elefanten geflogen. Und ja, die sind sehr professionell, aber man kann auch sehr viel Spaß mit ihnen haben. Vielleicht sollte ich auch mal zurückfliegen und den Startring machen, ne? Weil man kann jetzt mit ihnen auch über alles reden, was man hier macht. Es ist schön, man kann wirklich. Und wir hatten auch unsere eigenen Essenswünsche, die wir machen, die wir halt sagen durften. Und dann gab es das so, am nächsten Tag. Mein Gott! Jetzt nochmal. Dritter und letzter Versuch.
Dann schneide ich nachher die ganzen Versuche raus und zeige euch dann den finalen Endversuch. Wenn es diesmal nicht klappt. Diesmal drehe ich mich, damit ich besser eine bessere Sicht habe. Ja, auf der Facecam sieht das gerade voll bekloppt aus. Ich weiß. Aber was soll man denn da machen? Ne? Bald gibt's auch wieder. Ach ja, und schaut auf jeden Fall bei Firlefanz vorbei. Sein Merch kommt jetzt auch bald raus. Das ist einer unserer Betreuer. Und der macht auch sehr gute Videos. Also da kann man nichts gegen sagen. Denn... Wow. Aufpassen. Ring, Ring. Sorry, dass ich gerade nicht weiterrede, aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Wow. Okay. Weil das ist halt schon recht angenehm hier. Die Leute sind nett, man kann sehr viel machen. Und ja, auch professionell. Einem wird sehr viel beigebracht und anderes. Aber das ist jetzt halt nicht der Großteil, sondern ich freue mich schon auf. Aber nur, wir hatten jetzt ein kleines Problem, weil eine andere Aufnahmegruppe ziemlich lange gebraucht hat, da sie eine komplexe Aufnahme gemacht haben. Halt mit zwei. Und fertig! Wow, 2 Sterne. Und ciao.